Na hallöchen, meine Lieben. Guckt euch mal das Wetterchen an. Hä? Ist das nicht herrlich? Es ist Montagmittag. Wir fahren jetzt nach Wallersdorf abladen und dann harren wir der Dinge, die da noch passieren. Entweder nach Neufahren oder ach weiß ich. Lassen wir uns überraschen. Tun wir jetzt mal gar nicht drüber nachdenken. Einfach drauf losfahren, abladen und dann schauen wir weiter. Also meine Freunde, der Löwe wird gleich losschnurren. Ein Keil muss ich noch wegnehmen. Dann kann es losgehen. Dann zwick mal auf. Jetzt haben wir erstmal gute 3 Stunden, 3,5 Stunden, knapp 4 Stunden Fahrt. Und dann, wie gesagt, abladen und dann schauen wir. Also auf geht's, Freunde. Vorwärts Marsch. So, meine Guten. Jetzt. So, jetzt sind wir abfahrbereit. Der Stress am frühesten Mittag. Prost, Gemeinde, der Vorstand säuft. Ach, wir sind noch pünktlich genug unten. Wir haben noch massig Zeit. 17:30 haben wir Zeitfenster, 16:30 sind wir unten, wenn alles gut läuft. Also dann, lasst uns ins Weltgeschehen eingreifen. So, Rollprobe. Ja, es rollt alles. Da kommt aber Wasser runter. So, meine Guten, mal schauen, dass wir hier uns rauszirkeln. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass da noch einer sich davor stellt, ehrlich gesagt. Na, knapp. Aber es geht. So, meine Guten, dann auf ins Getümmel. Scheibenwaschwasserstand gering, steht im Display. Naja, damit kann ich leben. Solange nicht da steht, alle. Außerdem habe ich ja 5 Liter dabei, also das ist nicht das Problem. So, dann fahren wir gleich hinten runter. Wir wollen ja nach Wallersdorf.
Hier flitzen schon wieder die gelben Säcke durch die Kante. Na prima. Haben sie schon wieder irgendwas demoliert hier. Uns rumgelassen, das ist ja nett. Ach, weil er selber abbiegen will. Ja, es gibt auch noch nette Leute. Bis 1.30 Uhr können wir fahren mit 13 Stunden Schichtzeit. Aber ich glaube nicht, dass wir so lange brauchen. Ich glaube auch nicht, dass wir dann morgen heute noch was machen. Wir werden morgen irgendwo laden. Werden wir vielleicht noch ein Stückchen irgendwo hinfahren. Wenn es nicht gerade neu fahren ist, da fahren wir nicht mehr hin heute. Weil da ist dann eh kein Platz zum Übernachten. Obwohl, man könnte mal gucken, ne? Aber wenn ich erstmal dort bin, ist es kacke. Da ist der Lack abgeschorbelt da oben. Schau an. Entweder sind sie irgendwo lang gestriffen oder beim Wasch ist das der Wasch, dass der Waschanlage nicht standhält, der Lack. Aber wenn sie irgendwo lang gestriffen wären, dann hätte es auch um die Zierleisten zerschurbelt. So, meine Guten. Dann lasst uns loslegen. Es wird ganz schön. Kommt ganz schön Druck von vorne. Sind wir doch freundlich. Weil hinter mir ist nämlich eine Schlange. Da hätte er jetzt ewig gestanden mit der Schlange hinter mir. Und der ist sowieso schneller als wir. Würde ich mal so sagen. Ugh. Ja, meine Guten, alles gut. Wir liegen im grünen Bereich. Und alles bestens.
Ja, mal sehen, ob die Bauern wieder da stehen. Ich glaub's aber nicht. Ja, dann gucken wir mal, wo wir heute oder morgen noch laden. Und dann denke ich mal, dass wir dann morgen irgendwie Richtung Leipzig wieder fahren. Und da tanken wir dann in Leipzig, machen unseren Spritzwasserkanister wieder voll. Also hier unseren, obwohl ich könnte eigentlich die 5 Liter gleich reinkippen nachher. Und könnte den dann ja wieder voll machen, wenn ich dann in Leipzig in Hermsdorf tanke. Könnte ich den dann ja gleich wieder mit voll machen, den Kanister. Ist jetzt egal, ne? Das werde ich auch machen. Ich werde dann gleich reinfüllen und dann gleich wieder voll machen. Ja, meine Lieben, so machen wir das. So machen wir das, meine Freunde. Da fahre ich dann auf dem nächsten Parkplatz noch mal raus, fülle den Kanister gleich rein und den kann man ja dann die Woche in Hermsdorf wieder voll machen. Oder in Leipzig, je nachdem, wo es eher ist. Dafür habe ich dann ja mit das reinfüllen. Na Freunde, es flutscht doch. Guckt's euch an. Wir sind doch schon wieder auf der B20 an der Donaubrücke. Irgendwie sieht's so gut aus, ne? Ja, warum die hier diese Gräben gebaut haben, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wie gesagt, ich denke mal, das hat irgendwas mit Hochwasserschutz von der Donau zu tun. Wäre jedenfalls sinnvoll. Also vermute ich das mal ganz stark. Hier hat nämlich ganz schön ordentlich Wasser drin, ne, die Donau. Mein lieber Mann. Also ich denke mal, wir bleiben dann unten stehen. Wir brauchen eine Stunde ungefähr bis hoch. Wenn wir da morgen 5:30 losfahren, sind wir auch 6:30 oben. 6:30 haben wir Ladetermin. Und ja, das passt dann schon. Dann haben wir von da aus 5 Stunden bis Leipzig, dann haben wir 6 Stunden weg. Da können wir sogar morgen noch irgendwo laden fahren. Ich tippe ja mal ganz stark auf Leipzig. Irgendwo in Leipzig werden wir dann umladen. Aber das werden wir morgen sehen, wenn wir von unserer Dispo die Nachricht bekommen. Jetzt erstmal abladen, dann Feierabend, morgen laden und dann sehen wir weiter. Ich hoffe ja, dass wir dann da unten noch einen Platz kriegen, wenn wir leer sind. Mit ein bisschen Glück, ja.
Naja, einer hat es ja doch gewagt, uns zu überholen. Sowohl mich als auch den da vor mir. Was war denn das jetzt für eine Bremsung, mein Freund? Macht hier unmotiviert eine Bremsung, obwohl gar nichts vor uns war, ne? So, Freunde. Haben wir noch 10 Kilometer auf der Autobahn, die 10 Kilometer insgesamt. Auf der Autobahn noch 7. 7,5. Überall sind hier Zulieferer für BMW, ne? Erkennt man dem Leergut, was hier rumsteht. Oder irgendwelche Zwischenlager für Leergut, oder hast du nicht gesehen? Ja, das ist hier der Hochburg. München, Dingolfing, Wallersdorf, das ist der BMW-Hochburg. Von München bis hier rüber. Landshut, überall hast du BMW. Leipzig ist Einzelkämpfer da oben in Sachsen. So, meine Guten, nächste Ausfahrt. Die nächste Ausfahrt, die ist unser, denn da fahren wir frisch und munter runter. Ach ja. Immer ein Liedlein auf den Lippen, ne? Dort stehen zwei historische Armeeautos. Schotten, dass die so zusammenrüsten. Echt schade drum. So, drückt mir mal die Daumen, dass es nicht allzu lange dauert. Ja, ein bisschen was über 3,5 Stunden haben wir gebraucht, nicht ganz 4 Stunden.
Seht ihr, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass das ein Getränkelager wird. Aber aufmerksame Zuschauer haben mir das geschrieben, dass das ein Getränkelager wird. Ja, aber warum nicht? Auch Getränke bringen Geld. Sowohl beim Verkauf als auch beim Transport. Und wir haben ja auch schon Getränke mit unseren Sattelzügen gefahren. Das wäre ja nichts Neues, da braucht man ja keine Spezialfahrzeuge. Also es gibt zwar Spezialfahrzeuge für Getränke, aber man braucht die nicht unbedingt. Man kann die ja auch mit normalen Fahrzeugen fahren. Wir haben ja schon Getränke geholt, von Becks oben habe ich ja schon geladen gehabt. Bier, Becks Bier. Ganze Auto voll Becks Bier. Und leere Kisten haben wir auch schon hochgeschafft zu Becks. Von Neuhaus aus. Neuhaus, glaube ich, hieß das da bei Sonneberg. Da ist irgend so eine Kistenfabrik für Bierkisten. Und die haben wir. Die machen dann speziell mit dem Aufdruck, den du haben willst. Und da haben wir schon Kisten mit für Becks Bier hochgeschafft. Ja, ich glaube, Neuhaus heißt es. Jedenfalls da bei Sonneberg Richtung Sonneberg, da von Bamberg aus Richtung Sonneberg. So eine Bierkistenfabrik, Getränkekistenfabrik. Cola haben wir ja auch schon. Cola habe ich auch schon nach Bremen geschafft. Coolere Cola-Kisten. Und volle Cola-Kisten haben wir schon wieder geholt. Ja. Und hier ist schon alles voll. Nicht da. Alles voll schon, mein lieber Mann. Da müssen wir mal gucken. Wenn wir Glück haben, haben wir nachher noch ein Plätzchen frei. Naja, ein paar sind ja noch frei. So, stellen wir uns erstmal hier dazwischen. Ja, es sind noch einige frei. Werden wir nachher schon noch ein Plätzchen kriegen, denke ich. Schauen wir mal, wie lange es dauert. So, Freunde. Dann gehen wir uns erstmal anmelden, ne? So, Freunde, wir haben fertig. Es ging zwar mit der Anmeldung relativ schnell, aber ich habe jetzt hier drinnen noch anderthalb Stunde gestanden, bis ich fertig war. So, also jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch einen gescheiten Platz kriegen. Müssen wir erstmal hier bei der Schranke raus.
und vorne wieder rein. Weil wir hier nicht in die Richtung fahren dürfen. Ach, der Schrank ist auf, ne? Schau an. Ist doch schön. Schrank auf ist doch schön. Können wir doch durchziehen. So, vorne wieder links, rechts links, vorne wieder links. Und dann gucken wir, dass wir einen gescheiten Platz noch kriegen. Hier ist doch sogar der erste noch frei vorne. Den nehmen wir doch gleich. Den hier vorne gleich auf der linken Seite, den nehmen wir doch gleich. Das ist doch eine gute Position. Hier, den hier. Guckt hier. Haben wir doch einen super Platz. Da kommen wir nämlich auch morgen früh schön raus. So, meine Guten, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist es 7. 8, 9, 10, 11, 12, also bis 6 müssten wir Pause machen. Eigentlich wollten wir 5:30 losfahren. Aber ich sage mal eins, wegen der halben Stunde machen wir uns jetzt nicht ins Höschen. Wir machen jetzt trotzdem 11 Stunden Pause, weil wir nämlich bloß 6,5 Stunden Schichtzeit bekommen. Und da passt es nämlich gut mit 11 Stunden Pause. Da fahren wir halt hier eine halbe Stunde später los, sind eine halbe Stunde später dort. Wir laden dort wahrscheinlich ja bloß Leergut und das ist nicht so prekär, denke ich mal. Und wenn wir voll gut laden, kommen wir immer noch pünktlich genug. Wir haben Entladetermin, sage ich euch gleich, Entladetermin 13:30 Uhr. So, wenn wir um 6:30 Uhr müssen wir dort sein. Wenn wir um 7 erst dort sind, ist es auch nicht weiter schlimm. Sagen wir, sind wir um 8 Uhr fertig mit Laden. 9, 10, 11, 12, 1, 1:30 Uhr wird sowieso knapp. Selbst mit 6:30 Uhr laden, 6:30 Uhr laden wird es knapp. Also schauen wir mal. Wie es läuft, läuft's. Wir machen jetzt auf jeden Fall 11 Stunden Pause. Das heißt, wir fangen dann um 6 an. Machen Abfahrtskontrolle und dann geht's los. So, Freunde. Soweit mein Tagesbericht für heute. Hat halt hier länger gedauert als geplant war, aber es nicht zu ändern. Also, meine Guten, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen früh um 6 Uhr. Tschüss.